KDW, Kaufhaus des Westens. Das von Kommerzienrat Adolf Jahndorf gegründete Kaufhaus des Westens öffnete am 27. März 1907 seine Pforten. Von Anfang an unterschied sich das KDW durch sein gehobenes Sortiment und das Angebot von Luxuswaren. Mit einer Verkaufsfläche von rund 60.000 Quadratmetern gilt das KDW bis heute als größtes Kaufhaus auf dem europäischen Festland. Nur Harrods in London ist mit 92.000 Quadratmetern rund 1,5-mal so groß. Im Angebot sind 380.000 verschiedene Artikel. Nach dem Reichstagsgebäude und dem Brandenburger Tor ist das KDW die häufigste von Touristen besuchte Attraktion Berlins. Für Interessierte gibt es regelmäßig Gästeführungen. Die Etagenpläne an den 64 Rolltreppen informieren in 18 Sprachen. Viele Besucher zieht es in die Lebensmittelabteilung unter der Kuppel in die 6. Etage. Sie gilt als zweitgrößtes Schlemmerparadies weltweit. Im Dezember 2021 war die bewegte Geschichte des KDW und seiner Besitzer Stoff einer 6-teiligen Serie mit dem Titel Eldorado KDW – Jetzt ist unsere Zeit. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.